Achtung, Achtung. Thank you.
herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss des ersten ÖPNV-Gipfels. Erste Ergebnisse werden jetzt mitgeteilt. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von meiner Seite erstmal einen schönen guten Morgen. Ja, das war heute ein Arbeitstreffen, ein wichtiges Arbeitstreffen, das auch Fortsetzung findet. Fortsetzung sowohl in der Arbeitsgruppe als auch in erneuten Treffen im Herbst. Das nur eines zeigt, zwei Dinge. Erstens, das Thema öffentlicher Nahverkehr, öffentlicher Personennahverkehr ist eines der Top-Themen, und zwar aller politischen Ebenen. Es ist eine Frage von Lebensqualität, eine Frage von auch ökologischer Mobilität, die gerade für viele Menschen von großer Bedeutung ist. Und es ist auch das Ziel, eine neue Form des Miteinanders zu finden, in dem sich die beteiligten Träger, Freistaat Bayern, als Partner, die Träger im öffentlichen Nahverkehr, die Kommunen, besser wiederfinden. Deswegen haben wir heute überlegt, was sind die entscheidenden Punkte. Uns ist wichtig, dass wir auf Dauer mehr Verlässlichkeit, eine bessere Mobilität erreichen, neue Linien entwickeln können auf der einen Seite, neue Linien und besseren Takt, auf der anderen Seite aber tatsächlich auch effizientere Kostenstrukturen. Deswegen ist es uns wichtig, dass von Seiten des Freistaats Bayern wir da starker Partner sind. Erstens, wir wollen beim Bund dafür erreichen, dass deutlich mehr Geld insgesamt für den ÖPNV zur Verfügung steht. Wir brauchen in Deutschland mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr, denn so wie es jetzt ist, können neue Linien und neue Fahrzeuge nicht bestellt werden, weil Geld fehlt dazu aus der Bundesseite. Zweitens dazu, es braucht auch eine andere Form der Bewertungen, die wir haben. Nach den jetzigen sehr überkommenen alten Verfahren, die für die Abrechnung und die Bewertung einer Strecke stattfinden, bei U-Bahn oder bei anderen Bahnen, findet es zum Beispiel statt, dass ökologische Maßnahmen keine Rolle spielen, Ausgleichsmaßnahmen keine Rolle spielen. Das bedeutet, dass viele sehr gute Maßnahmen überhaupt gar nicht förderfähig sind und deswegen von Kommunen gar nicht zur Anmeldung kommen. Also braucht es aus Sicht des Bundes da erstens mehr Geld, zweitens ein anderes Verfahren und drittens brauchen wir auch eine entsprechende Steuerung. Wir sind zum Beispiel der Meinung, in den Großstädten in Bayern ist Uber nicht die große Alternative, fürs Land kann es eine sein. In den Großstädten wollen wir nicht noch mehr Fahrzeuge haben. Im ländlichen Raum kann aber dieses Sharing wirklich dazu führen, dass wir einen besseren Ausgleich bekommen und bessere Erreichbarkeit. Deswegen auch da der Wunsch bei Personenförderungsgesetz, eine bessere Steuerung zu machen. In den Städten sind wir mit ÖPNV und Taxi, finde ich, gut ausgestattet. In den ländlichen Räumen dagegen kann es, gerade wenn es noch länger dauert, bis manche Maßnahme getroffen wird, helfen. Zweitens, der Freistaat Bayern hat sich ja vorgenommen, in den nächsten Jahren 2000 Busse, 100 Tram und 50 U-Bahnen mitzufinanzieren, um den Großraum München herum insbesondere wichtig Entlastungen zu schaffen, insbesondere bis zur Entwicklung der Stammstrecke durch Ringbusse, Ringbuslinien, auch in Ergänzung mit Alpenbuslinien, insbesondere für den südbayerischen Raum, ist uns ganz wichtig und auch die S-Ringbahn um München zu etablieren auf vorhandenen Strecken. Dazu wird es jetzt nochmal ein Nachfolgegespräch geben. Ich habe dem Oberbürgermeister Reiter, der in der Hinsicht ja sehr sensibel ist, auch nochmal eingeladen zu einer Brotzeit in die Staatskanzlei, in die Zirbelstube, um da eine neue Zusammenarbeit und Freundschaft zu begründen. Bei der Frage der Unterstützung haben wir entschieden, dass wir in Bayern zum einen einmal, um die Tarifstabilität zu halten, in dem ersten Schritt, zweiter Schritt ist dann 365, der erste Schritt ist die Tarifstabilität, gibt der Freistaat Bayern jetzt 65 Millionen Euro aus. Davon sind die 35 für München vorgesehen. Wir haben das jetzt aber ergänzt, auch für Nürnberg. Da gibt es jetzt 13, um Augsburg 4, in Würzburg 3, in Regensburg 2. Und einen in Ingolstadt, was heißt es, auf die jeweilige Fahrgastzahlen runtergerechnet, haben wir das Verhältnis so definiert, dass da Ausgleichsmöglichkeiten bestehen. Das führt dazu, dass damit innovative Projekte, Tarifprojekte gemacht werden können in den Verkehrsverbünden und damit wird ein Stück weit Preisstabilität und Gebührenstabilität kann damit erreicht werden, was sehr, sehr gut ist, weil wir dann nämlich auch für unsere Bürger und Bürger dann ein gutes Signal setzen. Und wir überlegen, wie wir das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende insbesondere vielleicht schon im Herbst auf den Weg bringen können. Dazu gibt es jetzt eine gemeinsame Arbeitsgruppe, das zu überlegen, weil wir glauben, dass das ein sehr, sehr gutes Signal ist, gerade für Schüler und Auszubildende da einen entsprechenden Punkt zu machen. Ziel wäre, wenn es ginge, also spätestens im nächsten Jahr, vielleicht sogar schon in diesem Jahr, das muss man jetzt nochmal rechtlich sehen, wie das ist, zu machen, wo der Freistaat Bayern dann zwei Drittel der Kosten anbietet, zu übernehmen in den Verkehrsverbünden, wenn es gewünscht wird. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das darstellen kann. Letzter Satz von meiner Seite.
Ich glaube einfach, dass uns allen klar sein muss, dass öffentlicher Nahverkehr auf Dauer die zentrale Achse ist und dass wir auch schauen müssen, dass wir ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen Stadt und Land bekommen. Das ist ganz wichtig. Die öffentliche Wahrnehmung konzentriert sich immer nur auf die Städte. Es ist aber auch wichtig, das im ländlichen Raum zu haben, die entsprechende Balance zu haben. Und dann, und das ist die schwierigste Aufgabe, so habe ich heute auch nochmal gelernt, ist, die Scharnierstellen zu definieren. Also dort, wo sozusagen der ländliche Raum auf den städtischen Ballungsraum trifft, dann die Verkehrsknotenpunkte und Achsen besser zu machen. Dazu haben wir heute auch einiges noch vereinbart, das werden die anderen nochmal sagen. Ich bin jedenfalls dankbar, es war ein Arbeitstreffen, es ist kein irgendwann gelesen Showveranstaltung, das war es nicht, weil es A, Geld gibt und B, auch einen Ausblick dazu gibt. Aber es ist tatsächlich etwas, wo jedem klar sein muss in der politischen Darstellung, da kommt noch mehr Erwartung der Bürger auf uns alle zu, als wir denken. Und es muss deswegen auch in der Priorisierung von Themen und auch von Finanzen, muss dieses eine größere Bedeutung bekommen als in der Vergangenheit. Die anstehende Kommunalwahl allein im nächsten Jahr wird uns auch vom Bürger die Frage gestellt werden, wie haltet ihr es damit? Und der Freistaat Bayern will da verlässlicher Partner sein. Deswegen übrigens auch nochmal die Brückenschlag zu dem, was beim Bund betrifft. Alles auch, was Bund an Geld macht, muss längerfristig und verlässlicher sein. Es kann nicht sein, dass immer Programme gemacht werden, so Husch-Husch-Programme für ein, zwei Jahre, wo allein schon der Vorlauf der Planung vor Ort länger dauert, als ein Programm überhaupt im Angebot des Bundes ist. Also auch da brauchen wir auf Dauer eigentlich ein Miteinander zwischen Bund, Ländern und Gemeinden des Verlässlichers. Haben wir den Appell sowohl an alle, die da beteiligt sind, vor allen Dingen auch mehr Geld. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Herr Verkehrsminister Reichert, bitte. Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ergänzend an das, was der Herr Ministerpräsident ausgeführt hat, wir erleben gerade aktuell, glaube ich, mit dem größten Wandel der Mobilität der letzten Jahrzehnte und darauf muss sich auch der Personennahverkehr einstellen. Wenn wir diesen Wandel wollen, dann müssen wir ihn auch aktiv gestalten. Wir müssen ihn aktiv gestalten, sowohl auf kommunaler Ebene als auch seitens des Freistaats Bayerns und seitens des Bundes. Und wenn wir diesen Wandel auch so ernst nehmen, dann müssen wir den Wandel auch so gestalten, dass wir als Freistaat Bayern, aber auch der Bund, die Kommunen am Schluss einen Werkzeugkasten haben, aus dem man sich bedienen kann. Dass wir einen Werkzeugkasten haben, aus dem man Punkte herausziehen kann, die für den ländlichen Bereich, für das urbane Umfeld, für Verknüpfungsräume passen. Und diesen Werkzeugkasten haben wir bereits teilweise entwickelt. Wir werden ihn deutlich weiterentwickeln, indem wir sehr, sehr intensiv auch über viele Gespräche weiter den Kontakt fortsetzen und intensivieren werden, den wir bereits in der Vergangenheit gehabt haben. Wir werden einen Zukunftsrat des ÖPNVs initiieren. Wir werden diesen einsetzen, um uns enger regelmäßig abzustimmen, um auch den öffentlichen Personennahverkehr für die nächsten Jahre, Jahrzehnte gestalten zu können. Wir werden aber auch ganz, ganz konkret jetzt schon beginnen, Maßnahmen in die Tat umzusetzen. Wir wollen Metropolen-Expresszüge einsetzen, die unmittelbar zwischen ländlichen Raum und den Metropolen ohne viele Haltestellen zwischendurch durchfahren werden und damit diese Verknüpfung besser herstellen, um gar nicht jemanden in Versuchung zu bringen, dass er sagt, ich muss in die Stadt ziehen, weil die Anbindung nicht da ist. Wir werden im Bereich des ländlichen Raumes noch viel, viel stärker flexible Angebote, Flexbusse einsetzen, wo ich anrufen kann, der dann kommt, Personen, die nicht so mobil sind, zum Arzt fährt, zum Einkaufen fährt oder auch sonst Mobilität im Nahbereich ermöglicht. Dort werden wir auch fördertechnisch als Freistaat Bayern sehr, sehr stark reingehen. Auch den Bereich der Bürgerbusse ist etwas, was wir aktiv angehen werden. Und auch dort viele Vereine, viele Ehrenamtliche, die sich für Mobilität engagieren, die sich einbringen, dementsprechend unterstützen und dieses bewundernswerte Engagement, nämlich den Einsatz für andere, für Dritte, auch damit als Freistaat Bayern fördern. Und schließlich werden wir als eine von vielen Maßnahmen auch an den Regierungen Mobilitätsmanager installieren, die Ansprechpartner für die Kommunen, für die Landkreise sind, um dort einfach auch Verknüpfungen herstellen zu können, um vielleicht die eine oder andere Tür, die zurzeit zu Eisenbahnunternehmen, zu vielen anderen verschlossen ist, aufstößen zu können und damit wirklich sagen können, wir haben einen Werkzeugkasten, aus dem wir uns bedienen können. Dieser Werkzeugkasten ist ein Angebot an die Aufgabenträger, um den ÖPNV, um den SPNV attraktiv anpacken zu können und damit wirklich den ÖPNV in die Zukunft zu führen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Als nächstes hat das Wort der Präsident des Landkreistages, Herr Bernreiter, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns, glaube ich, heute sehr, sehr intensiv und gut ausgetauscht und sind auf einem guten Weg. Es werden jetzt viele Arbeitssitzungen erfolgen, um die Feinheiten abzustimmen. Der Landkreistag vertritt zwei
Gruppen, sage ich, die einen, die in den großen Verkehrsverbünden Mitglied sind. Dort ist der ÖPNV natürlich ein zentrales Thema und wir haben auch viele Landkreise, die eben in ländlichen Regionen zu Hause sind. Dort geht es eher um die Taktung, um die Bereitstellung von verschiedenen Angeboten. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, da sind die Flexibusse eigentlich momentan ein sehr gutes Mittel. Das kostet aber natürlich Geld, die Fahrgastzahlen sind eher hier gering. Es geht aber darum, dass wir ein Angebot unterbreiten. Und ich finde das sehr gut, dass wir ein 365-Euro-Ticket für Jugendliche und für Auszubildende einführen wollen. Wir haben das zum Beispiel in etlichen Bereichen schon für Schüler. Für die normale Schülerbeförderungskarte, die ausgeteilt wird, ist kostenlos eigentlich zum Beispiel in meinem Landkreis das ganze Jahr über der ÖPNV entsprechend mit beinhaltet. Wir wollen ja die Leute heranführen, dass man vielleicht dann generell umsteigt. Ich habe bei mir dann spaßeshalber immer gesagt, ein guter Beitrag für Fridays for Future Demonstrationen wäre, wenn man mit unserem Rufbus hinfahren würde und nicht mit dem Taxi Mama. Aber das wird halt so entsprechend angenommen. Also Taktung ist bei uns die Geschichte, da brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung, weil durch das Bereithalten dieses Anrufangebotes, es kostet natürlich Geld und für die Nachtzeiten kann man sich auch wirklich überlegen, ob man andere Formen hier auch entsprechend wählt. Für mich ein lang angesprochenes Thema, und der Staatsminister hat es ja gerade nochmal angesprochen, ist natürlich, dass wir die Taktung Richtung den Ballungsräumen insgesamt verstärken. Ich sage das immer, also Plattling, Passau-Plattling-München, Regensburg-München, Günzburg-München, würde ich mir schon wünschen, dass da zum Beispiel das in einer Stunde möglich ist. Passau-Plattling-München dauert heute, glaube ich, 5 Minuten länger als bei der Einführung 1886 oder wann das war. Und da müsste eigentlich der Bund einen Schub leisten, weil nur so kann es gelingen, dass wir die Menschen bei uns im ländlichen Raum dauerhaft halten, dass sie nicht dann genervt von täglichen Verspätungen dann irgendwann sagen, jetzt ziehe ich doch in die Metropole. Ich glaube, das wäre eine Vision. Da sind alle vom Bund über den Freistaat bis zu uns alle gefordert, dass wir da entsprechend vorankommen. Wir würden uns natürlich für die Anbindung an diese Knotenpunkte für einen Expresszug natürlich auch dafür sorgen, dass es von unserer Seite her gelingen könnte, weil das wirklich ein wesentlicher Beitrag wäre, die Leute bei uns zu halten. Ich sage, viele Lehrerinnen, Finanzbeamte, Polizeibeamte fahren täglich mit Morgenzug in die Stadt und müssen am Abend wieder zurück. Und da, glaube ich, sollten wir, das wäre ein wesentlicher Beitrag für die Stärkung des ländlichen Raumes. Vielen Dank. Als Vertreter des Bayerischen Städtetags hat Dr. Mali das Wort. Ja, vielen Dank, Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, war gute Debatte, sehr sachlich, auf den Punkt, um den es ging, orientiert. Ich denke schon, dass das heute, Paradigmenwechsel ist das falsche Wort, aber es ist ein wichtiger Tag für die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs in Bayern. Der Freistaat Bayern hat klar erklärt, dass er sich künftig noch mehr engagieren wird. Ministerpräsident Söder und Herr Reichert haben das eben ja auch noch mal ausgeführt. Die 25 Millionen, die jetzt zusätzlich zu den für den Münchner Verkehrsverbund schon vorgesehenen 35 Millionen gegeben werden, sind ein guter und wichtiger Anfang, sicher noch nicht das Ende all unserer Vorstellungen, weil, und auch das haben Sie betont, Herr Söder, der ÖPNV die Möglichkeit sozusagen emissionsarmer oder emissionsfreier Mobilität in Bayern eine Zukunftsaufgabe ist, der man sich zuwenden muss. Das klare Ziel aller Beteiligten ist erstens, den Ausbau weiter zu betreiben. Da gibt es nicht nur, aber natürlich als größtes Projekt die zweite Stammstrecke in München. Es gibt Straßenbahnprojekte in Würzburg, in Augsburg, in Nürnberg. Es gibt die Notwendigkeit, den Schienenverkehr in Regensburg zu verbessern, wie die Kollegin auch nochmal ausgeführt hat. Also da steht einiges vor uns. Zweitens geht es um Angebots- und Qualitätsverbesserung. Das heißt, in den Spitzenstunden, da sind die meisten Benutzer leitgeprüft, in den Spitzenstunden höhere Takte, dichtere Takte, größere Gefäße, schnellere Gefäße, was immer geht, um, und insbesondere die morgendliche Spitzenstunde ist das Problem, nachmittags entzerrt sich es ein bisschen, um dem Ansturm auch gerecht zu werden, nicht nur in München, sondern in allen bayerischen Großstädten. Und es geht am Ende immer auch um attraktive Preise. Egal, wo wir hinkommen, ob es eine Bürger- oder eine Jugendversammlung ist, wir kriegen immer den Preis eines Einzelfahrscheins um die Ohren geschlagen. Auch das, glaube ich, ist bayernweit selbsthilfegruppenfähig, wenn man die Politiker nimmt. Und insofern ist mit dem Anspruch, mit einem 365-Euro-Ticket für Jugendliche,
Das ist ja im Prinzip eine Art Flatrate-Ticket, so ähnlich wie beim Handy, ein Angebot zu machen, das gewisse Ungerechtigkeiten, die es bislang dort schon gab, aufheben hilft. Ungerechtigkeiten bei schulwegkostenbefreiten Kindern und nicht befreiten Kindern, aber auch zwischen denen, die ihre Ausbildung im dualen System machen, und den Schülerinnen und Schülern. Bei den Studierenden gibt es fast überall Semestertickets, die sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Ist es ein Einstieg, und anhand des Nutzerverhaltens wollen wir dann gemeinsam in der Arbeitsgruppe auch darüber diskutieren, welche weiteren Ideen sich in Richtung eines einheitlichen Bayern-Tickets daraus entwickeln lassen. Mir ist es ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass ich beim Thema ÖPNV tatsächlich keinerlei Stadt-Land-Gegensatz sehe. Für uns ist es entscheidend, dass wir den Stadtgrenzen überschreitenden Verkehr auf die Bahn, den Bus, die U-Bahn bringen. Fast 90% der Pendler, obwohl sie im Verbundbereich wohnen, sitzen alleine im Auto und fahren morgens über die Stadtgrenze. Das muss nicht sein, das kann und darf auch in Zukunft nicht mehr sein. Und deshalb ist es notwendig, dass draußen eingesammelt wird. Das sind dann die Probleme, die der Christian Bernreiter geschildert hat. Da geht es dann nicht um einen vollen Bus mit 50 Plätzen, sondern vielleicht um flexible Einsammelmöglichkeiten. Und dass das dann auf den S-Bahn-Schienen oder auf unseren nach außen weitergebauten Straßenbahn- und U-Bahn-Schienen dorthin befördert wird, wo es auch hin will. Das kostet eine Menge Geld, das wird auch da und dort sicherlich nicht alle erfreuen. Wenn wir Straßenbahnen bauen, haben wir immer auch Protestierer an der Strecke wohnen. Insgesamt gesehen wird aber für die Lebensqualität in Bayern, glaube ich, keine Alternative dazu bestehen, das gemeinsam Bund, Land und Gemeinden weiter voranzutreiben. Zum Bund hat der Ministerpräsident schon alles Notwendige gesagt. Wichtig ist, dass man dort vor allem stetige Finanzierungen hat, die auch beplanbar sind. Die Dieselmilliarde, die ja mehrfach dann auch aufgestockt und verlängert worden ist, mit der können Sie keine Straßenbahn, nicht einmal eine Haltestelle bauen, weil bis Sie die Planfeststellungsunterlagen zum Bau vorbereitet haben, müssen Sie das Ding schon abgerechnet haben gegenüber dem Bund. Das heißt, das, was eigentlich am effizientesten wäre, um CO2 oder NOx zu reduzieren, ist bei diesen Förderungen nicht drin. Es geht um eine stetige, verlässliche und planbare Förderung, die dann auch die Notwendigkeiten vor Ort berücksichtigt. Wie gesagt, gutes Gespräch, guter Einstieg in eine zusätzliche, ich nenne es jetzt mal Gemeinschaftsaufgabe, nicht im grundgesetzlichen Sinn des Wortes, sondern gemeinschaftlichen Verantwortung, die den Ausbau des ÖPNV in Bayern weiterbringt. Vielen Dank, und Herr Steigenberger als Vertreter des Bayerischen Gemeindetags, bitte. Ja, Herr Ministerpräsident, Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite, und es ist bereits sehr viel gesagt worden zu diesem Thema, wir haben Gemeinden, die sind im städtischen Verdichtungsbereich, im Bereich eines Verbundes. Wir haben Gemeinden, die sind weit im flachen Land, so wie es Christian Bernreiter auch mit beschrieben hat. Und wir haben dann noch als besondere Thematik die Gemeinden, die an den Schnittstellen liegen, wo der städtische Verbund aufhört oder der Verkehrsverbund aufhört und wo die das Land praktisch anfängt mit besonderen Problemstellungen. Die heutige Diskussion hat gezeigt, dass dieses Thema insgesamt wirklich sehr, sehr ernst genommen wird, auch für die Gemeinden am flachen Land, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass die Problematik, so wie sie jetzt diskutiert wird, den Kern der Probleme, die man am flachen Land draußen, die unsere Gemeinden haben, trifft. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in dieser angedachten, und einige Maßnahmen sind bereits beschrieben worden, in dieser angedachten Vorgehensweise wirklich die Situation für unsere Gemeinden, für unsere Bürger in den Gemeinden verbessern können, mit all den Problemen, die verbunden sind, die der Herr Dr. Mali gerade noch angesprochen hat. Es sind verschiedenste Probleme, die da sind, aber ich glaube, so wie wir jetzt zusammensitzen und dieser Ansatz, der kann Lösungen bringen, da sind wir als Gemeinden guter Hoffnung, und wir unterstützen und fördern das Gesamte natürlich uneingeschränkt. Vielen Dank. Bevor wir am Ende zu einer gemeinsamen Unterschrift, einer gemeinsamen Erklärung kommen, bitte ich Sie, Ihre Fragen zu stellen. Nachdem wir Live-Übertragung haben, bitte laut und deutlich, dass die User im Netz auch alles verstehen. Herr Bachmeier, bitte. Ja, meine Frage ist, es gibt ja durchaus verschiedene Problemlagen, die sind jetzt angesprochen worden. Alle sagen, wir wollen es miteinander machen, aber mich würde interessieren, dass Sie diese Problemlage mal beschreiben. Herr Mali
sind denn da die unterschiedlichen Positionen? An wen ist Ihre Frage? An jeden, der mag. So unterschiedlich sind die Positionen gar nicht. Wir haben heute im Grunde genommen. Im Grunde genommen gibt es ja mehrere Baustellen, um das Ganze zu einem Gesamtkonzept zu machen. Das erste ist, wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und mehr Geld für insgesamt mehr Strecken. Da ist der Bund sehr gefragt. Das ist der erste Teil, der ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nämlich ohne mehr Strecken bringt auch ein kostengünstigeres Ticket weniger. Zweitens, wir ergänzen es mit den Maßnahmen, die wir haben, mit der Anschaffung, mit der Finanzierung von Bussen, von Bahnen, von U-Bahnen, mit eigenen Linien, die wir beispielsweise haben, und jetzt auch mit nochmal der deutlichen Unterstützung der einzelnen Tarifverbünde, um sozusagen Preisstabilität, zumindest weitgehende Preisstabilität zu erhalten. So wie wir das ja letztes Jahr in München gemacht haben, weiten wir das jetzt aus. Und zwar jeweils nach den Fahrgästen bezogen, auch für die Verkehrsverbünde in Regensburg, in Augsburg beispielsweise, in Würzburg. Da waren heute auch alle einverstanden damit. Die einzelnen Partner waren auch mit den entsprechenden Summen einverstanden. Das heißt, sie können sie dann hernehmen, um entsprechende Möglichkeiten zu haben, nicht das Defizit auszugleichen, aber um andere Maßnahmen zu machen, um die Verbesserung zu erreichen und damit Preisstabilität zu gewährleisten. Und das dritte ist das 365, beziehungsweise ein E-Tarif für Bayern. Das muss man zusammen sehen. Das 365 hat gute Vorteile, da waren sich die meisten einig, für Schüler und für Auszubildende, wie es Herr Mahlig sagte und andere auch. Christian Bernreiter hat zum Beispiel gesagt, bei ihm ist eh alles umsonst, was ich bei der nächsten FAG-Verhandlung dann nochmal im Kopf haben werde. Also das scheint ganz gut zu sein im Landkreis Deggendorf, ja. Also das heißt, da versuchen wir jetzt einen Weg zu finden, dass wir das auch anbieten können. Freistaat Bayern, wer möchte und wer nicht will. Für die langfristige Entwicklung, wie man zu 365 kommt, gibt es unterschiedliche Argumente. Da wir die Arbeitsgruppe jetzt mal tagen, was einen Sinn macht, was weniger Sinn macht, gibt es auch bessere Angebote vielleicht als das 365-Euro-Ticket. Das werden wir dann diskutieren. Und damit ist, glaube ich, das heute jetzt nicht aufgelöst, aber an einigen Stellen einfach ein Weg beschrieben, wie wir darüber diskutieren. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich habe mich nicht skeptisch geäußert. Ich habe darauf hingewiesen, dass es sehr teuer werden würde, weil es alle anderen, Fahrkarten, die es heute gibt, im Zeittarif kannibalisieren würde, weil es einfach unschlagbar günstig ist. Und dass wir natürlich, das hatten wir im ersten Punkt, dann auch die entsprechenden Kapazitäten ausbauen müssen. Welcher Bayern-Tarif es am Ende wird, ob er und der 365-Euro-Ticket für alle wäre am Ende ja sozusagen entfernungsunabhängig, also eine echte totale Flatrate, ob es eine totale Flatrate gibt oder ob das am Ende dann trotzdem noch ein Tarif sein wird, der eine Entfernungskomponente beinhaltet. Das wird man jetzt in den weiteren Verhandlungen gemeinsam entwickeln müssen. Wir haben alle unsere Studien im Moment in Auftrag gegeben von den Bayerischen Verkehrsverbünden in Richtung E-Tarif, also nicht E-Ticket. E-Ticket ist nur die Elektronifizierung der jetzigen Tarifordnung, sondern E-Tarif, der es ja ermöglicht, Tarifzonen komplett aufzulösen, der, wenn man konsequent zu Ende denkt, auch die Grenze zwischen Bartarif und Zeittarif auflösen kann. Es gibt dazu Modelle in Europa, wenn man an Südtirol denkt und Ähnliches mehr. Die Dinge wird man sich alle in Ruhe anschauen müssen und dann die für Bayern beste Lösung finden. Aber die entscheidende Botschaft, dass der Freistaat gewillt ist, auch in die Betriebskosten mit Finanzierung dieser Dinge einzusteigen, die ist heute gegeben und die ist, denke ich, schon eine Nachricht wert. Wir müssen vielleicht noch eine Anmerkung machen. Also bei uns, ich spreche jetzt für die Landkreise im ganz ländlichen Raum, weil im Stadt-Umland-Bereich wäre natürlich diese schon eine Frage, 365-Euro-Ticket, dort wird das, wer zahlt dann das Defizit, weil da wird ja das anders entsprechend ausschauen. Das wird sich alles in den Feinheiten dann herausstellen. Aber bei uns ist es ja so, dass eigentlich die Einnahmen aus dem öffentlichen Personennahverkehr, die aus verkauften Fahrscheinen resultieren, sehr überschaubar sind. Bei uns wird der öffentliche Personennahverkehr zu 80-90% von der Schülerbeförderung getragen und wir haben mit flexiblen Bedienformen, steigern wir derzeit über die Attraktivität. Und da kostet das Vorhalten eigentlich das große Geld, dass sie die Taktung vorhalten können. Und je mehr Taktung sie machen, umso teurer ist es. Und da muss es ja gelingen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger auch
Richtung Bus bewegen können, weil derzeit haben wir immer eine Diskussion, warum fahrst du nicht mit dem Bus? Das Auto steht sowieso vor der Tür, das ist ja unser Thema und darum ist bei uns auch der Einstieg seit 1. Januar, also für Schüler, für alle im Landkreis Deggendorf und es gibt auch weit andere Landkreise, dieses Landkreisticket kostenlos mit zur Schülerkarte dazugeben, um eben heute Nachmittag zum Freibad, zur Freundin, zum Freund fahren zu können. Und dann schauen wir mal, wie das entsprechend angenommen wird. Aber da muss halt das Umdenken bei dieser Altersgruppe, da muss man ansetzen. Und darum wollen wir das auch starten. Als kleine Ergänzung, den großen Quantensprung wird es am Schluss für die Auszubildenden bringen. Denn die Schüler haben die Schülerbeförderung, die Studenten haben ein Semesterticket. Die Auszubildenden waren bis jetzt immer diese Gruppe, die ja, ein bisschen außen vor gestanden ist und durch die Ausnahme der Auszubildenden ist wirklich eine markante, eine signifikante Verbesserung auch für die Beförderungsstruktur der Auszubildenden gegeben. Und ich glaube auch, das ist ein Zeichen, das wir setzen, dass wir alle Arten der Ausbildung gleich behandeln und nicht nur sagen, dort ist eine Förderung da, dort ist eine Förderung da, sondern die Ausbildung als großes Ganzes betrachten und deswegen auch ganz, ganz stark die Auszubildenden in diesen Prozess mit einbeziehen. Ich kann Ihnen die Frage nicht mit Zahlen beantworten. Wir haben heute die Situation, wie es der Herr Reichert gerade geschildert hat. Wir haben die schulwegkostenbefreiten Kinder, die bleiben so, wie sie jetzt sind. Wir haben in Nürnberg jetzt seit 2 Jahren ein Sonderangebot für die Schüler, die nicht befreit sind, das wir aus unserem eigenen Haushalt bezahlen. Insofern geben wir schon Geld dafür aus. Und wir haben die Auszubildenden, die zum Teil, aber nur zu einem kleinen Teil von Jobtickets profitieren, die jeweiligen Unternehmen mit den Verbünden vereinbaren. Und dort, wo es die nicht gibt, zahlen die einen relativ hohen, im Vergleich zu den Schülern bei uns im Verbund, einen relativ hohen Beitrag. Insofern wäre es jetzt unseriös, über irgendwelche Zahlen zu sprechen. Das muss man jetzt mal gucken. Wenn man es tatsächlich bis zum Herbst ausrollen will, bis die Ausbildungsverträge unterschrieben werden, ist es sicher ehrgeizig. Ich glaube nicht, dass man da jetzt die großen Millionenbeträge bewegt, aber ich kann es im Einzelfall jetzt nicht sagen. Also, die Antwort ist, wir zahlen heute schon was dazu bei den Schülern. Wir erkennen die Ungerechtigkeit bei den Auszubildenden und müssen jetzt halt mal gucken, wie man das in einen fairen Ausgleich bringt. Wie gesagt, wir haben die Situation, dass, wie gesagt, das Ziel halbst wäre, hängt aber auch davon ab, wie wir in den Gespräch mit den einzelnen Verbünden auch zurechtkommen, wo auch die Bereitschaft da ist, es mit zu gestalten, denn zur Einführung gehören immer zwei. Es gehört einerseits der Freistaat Bayern dazu, aber auch die jeweiligen Verantwortlichen in den Verbünden, in den Aufgabenträgern. Und deswegen ist es ein Ziel, wie wir das Ziel dann auch verwirklichen können. Wir müssen dann uns auch gesetzliche Vorgaben anschauen, gestalten in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten durch viele, viele Gespräche. Und insoweit hängt es auch dann davon ab, welche Mittelausstattung erforderlich ist, wer sich am Schluss bereit erklärt mitzumachen. Ob es Städte sind, ob es Verbünde sind, ob es Teilverbünde sind, je nachdem, wie dort die jeweiligen auch Kommunalparlamente bereit sind, diesen Prozess mitzugehen. Und deswegen ist es schwierig, eine konkrete Zahl zu sagen. Es wird jetzt nicht der gigantisch große Betrag sein, der dann im Nachtrag auch dafür erforderlich ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir das stemmen können. Aber wie gesagt, jetzt, wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir die nächsten Wochen Gespräche führen mit dem Ziel einer Einführung. Und dann ist auch die Frage der Aufgabenträger, wer ist bereit, wirklich diesen Weg, diesen Prozess mitzugehen und wer sagt, nein, ich habe bei mir andere Tarifstrukturen, die ich so einsetzen will. Sieht sie immer auf den Verbund. Also nicht Stadt. Okay.
Herbst. Also ich sage, wir haben Gespräche mit allen Verbünden bereits in den vergangenen Wochen geführt. Wir werden die nochmal auch nach dem heutigen Gespräch sehr, sehr intensiv führen. Wir wollen sie verbundweit einführen, um eben nicht das Stadt-Land-Gefälle herzustellen, um auch zu vermeiden, dass aus Spargründen Leute sagen, ich steuere die erste Haltestelle innerhalb einer Stadt an und ich erhöhe damit nochmal den Verkehr in diese Kommune rein. Wir führen die Gespräche. Hessen hat eine bisschen andere Struktur, weil die auch von der Struktur der Verbünde, von der Abdeckung her anders aufgestellt sind. Wir werden uns mit den bayerischen Verbünden zusammensetzen, jeweils Einzelgespräche führen, wie dort die Bereitschaft ist, diesen Prozess mitzugehen. Es gibt Signale in verschiedenste Richtungen, aber wie gesagt, deswegen führen wir Gespräche, deswegen gab es auch dieses Arbeitsgespräch heute, um eben auch dort verschiedene Befindlichkeiten, verschiedene Situationen auch abzudecken. Zunächst einmal, wir wollen ja die langfristige Struktur dafür haben und steigen jetzt kurzfristig ein. So. Kurzfristig bedeutet immer die Verkehrsverbünde, weil die organisieren den Verkehr. Also MVV, VGN, Augsburger Verkehrsverbund, Regensburger und so weiter. Da können wir uns auch vorstellen, würden wir anbieten, dass wir diese Finanzierung machen für die Schüler und Auszubildenden, dort wo es eben noch nicht so abgedeckt ist. Ich glaube auch, dass das auch nicht der größte finanzielle Block ist, Frau Schöpf, für Sie fragen. Aber es ist ein ganz wichtiges Signal, dass wir in diese Richtung uns bewegen. Mit den Erfahrungen daraus diskutieren wir dann weiter mit den Verkehrsverbünden und den entsprechenden Trägern, an welchen anderen Strukturen es sinnvoll ist. An einigen Bereichen ist das 365 Euro sehr, sehr gute Idee. An einigen Bereichen habe ich gelernt und gehört heute, könnte es eher sogar die Lage verschlechtern. Das muss man jetzt klären. Deswegen ist die Idee, das einheitlich zu machen für Bayern, die ich auch ursprünglich hatte, können wir vielleicht noch durch eine bessere Konzeption ergänzen. So, das, glaube ich, ist jetzt der Weg. Aber für die großen Verkehrsverbünde, jetzt für München, für Nürnberg beispielsweise, um mal zwei zu nennen, kann das ein gutes Angebot jetzt auch sein und wäre für junge Leute auch ein gutes Signal. Und wenn wir es nicht bis zum September schaffen, es wird jetzt halt diskutiert, dann kommt es später noch kommen, wird es in dem Bereich auf jeden Fall. Und wir möchten auch eines nicht machen, wenn ich es noch sagen darf, Entschuldigung. Es geht auch nicht um einen schwarzen Peter oder einen roten Peter, je nachdem, wer gerade dran ist. Ja? Nach dem Motto jetzt, wer macht wer oder weniger, sondern es ist tatsächlich in dem Fall das Ziel, auf Augenhöhe zu reden. Es ist, glaube ich, auch der gesamte Grundduktus bei der Frage. Ich sage Ihnen eines. So wie ich letzte Woche sagte, als wir hier saßen beim runden Tisch, dass es bestimmte Leitentscheidungen gibt. Ja. Das Thema ÖPNV wird von unseren Bürgern massiv nachgefragt. Und Fahrverbote sind das Falsche, aber ein besserer ÖPNV ist die richtige Antwort darauf. So. Und es geht eben nur, wenn wir uns insgesamt damit auch klar machen, dass in der finanziellen Ausrichtung, das tun die Kommunen absolut, Staat, das muss ja der Bund sehen, dass wir da einfach eine längerfristige, klare Perspektive bekommen, sonst wird es nichts werden. Wenn Sie allein anschauen, bei München beispielsweise, ich habe heute Morgen gelesen, die Grünen haben gesagt, oh, ist alles zu wenig. Wenn ich sehe, was die Grünen in München über Jahre blockiert haben, hat man selber, konnte mir in dem kurzen zweistündigen Gespräch über eine mögliche Koalition, konnte mir nicht klar sich bekennen zur Stammstrecke. Wo wir jetzt, glaube ich, wirklich einer Meinung sind, um eine bisschen Entlastung zu erreichen in München, ist die Stammstrecke, also ohne Stammstrecke ist völlig absurd, jene Entlastung in München zu bekommen. So. Oder was U-Bahn betrifft, gibt es nach wie vor kein klares Bekenntnis der Grünen in München dazu. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns nicht hin und her die Dinge schieben, sondern versuchen, gemeinschaftlich was auf die Reihe zu bekommen. Und das ist der eigentliche, wie Herr Mali sagte, auch neue Ansatz hier, das nicht irgendwie sozusagen vertikal zu diskutieren, sondern horizontal zu vernetzen. Und das wird noch ganz schöne Denksportaufgabe sein. ÖPNV ist schwieriger als gedacht. Ich habe jetzt noch vier Nachfragen, Herr Neumann, erst der nächste. Ich würde hier noch eine Nachfrage zum 365-Euro-Ticket, weil es einfach der Renner auch nicht wichtig ist. Haben Sie heute auch darüber gesprochen, welchen Zeitrahmen Sie sich damit stecken? Sie sagen, vielleicht klappt es im Herbst für die Schüler und Auszubildenden, aber die schon über dieses Alter hinaus sind, sagen, und wann gibt es für uns dieses Ticket oder die bessere Lösung, von der Sie reden? Und haben Sie irgendeine Vorstellung, mit welchen Millionen man da operieren müsste? Also erstens einmal, die 10 Jahre sind immer das 2030, wäre eigentlich das Ziel dafür. Ja, ein Modell zu haben, das 365 oder ein vergleichbares Modell hat. So. Und das Zweite ist, wie Herr Mali sagt, das wird teuer werden, aber das heißt, wir müssen natürlich unsere Ressourcen, wenn ich die Zahlen zugrunde nehme, wie Bayern bis 2030 wächst, wenn ich sehe, wie die Zahlen sich für die Ballungsräume generell zugrunde legen,
dann muss ich eine Idee entwickeln und muss da auch Prioritäten setzen. Also das heißt, das ist jetzt nicht der Frage, wie viel ich schätze, wie es 20, 30 kosten wird, sondern wir müssen dafür einfach das Geld zur Verfügung stellen. Da kommen wir auch nicht drum herum. Und die Grundfrage, die heute diskutiert wurde, ist, gibt es vergleichbare oder bessere oder effizientere Modelle, um unter dem, sagen wir mal, Stichwort 365 bedeutet ja deutlich günstigere Struktur, um da noch was zu machen. Aber die Grundidee bleibt. Wir würden auch den Würzburgern das dann auch so anbieten wollen. Die Frage ist, bleibt es da bei den 250 Euro oder gilt da auch, was ich gesagt habe, möglicherweise eine andere, vielleicht bessere Lösung? Nein, das Ziel bleibt ja gerade der Arbeitsauftrag, aber der Arbeitsauftrag wird jetzt ja gerade umgesetzt. Also wir würden jetzt anfangen eben mit den Schülern und Auszubildenden. Es gibt auch Schüler, die nicht davon betroffen sind, deswegen wäre das für die auch ein Angebot. Da wird man dann versuchen mit den Verkehrsverbünden, die wollen, sich es leisten können, auch Interesse haben, das Ganze zu machen. Und in einem zweiten Schritt überlegen oder parallel dazu, wie wir eine Gesamtumsetzung machen, beziehungsweise ob es bessere Modelle gibt. Viele Kommunen sagen, es gibt bessere Modelle. Ja? Oberbürgermeister hat sich nicht skeptisch gezeigt, das war wieder so ein Mediendreh, Herr Neumeier vom PR, sondern hat halt sozusagen Fragen gestellt. Ja? Und die muss man halt auch mal besprechen, alle. So. Und wir brauchen dazu auf Dauer aber nochmal die Bundesentscheidung, weil man es einfach sagen muss. Wenn wir nicht mehr Linien und bessere Takte bekommen, ist die Kostenstruktur gut, aber löst kein Problem. Also gerade für den vom Verkehrsinfarkt bedrohten Großräume brauchen schlichtweg mehr Linien, einschließlich der Bahn, die der Christian Bahnreiter angesprochen hat. Wir wollen auch, dass es zwischen Plattling und Deggendorf schneller geht. Ja, aber es ist ja auf dem Weg. Ist ja auf dem Weg, oder? Ja, da steigt dann der Prinzipler zu. Ja, Herr Söder, ich möchte beim Thema bleiben. Wenn man jetzt der Runde so zugehört hat, jetzt vor allem Ihnen in den letzten Ausführungen, eine einheitliche Lösung, wie mal ursprünglich angedacht, die scheint aber doch jetzt eher ziemlich vom Tisch. Also wenn man jetzt sagt, das ist alles noch offen, aber wenn Sie schon sagen, es gibt wahrscheinlich bessere. Ich habe nicht gesagt, dass es wahrscheinlich besser geht, jetzt habe ich prüfen. Das ist schon wieder der nächste kleine Dreh. Ja? Ich habe gesagt, wir fangen jetzt damit an, wir überlegen, wie es geht, wir überlegen, ob es Ergänzung gibt. Es kann auch für bestimmte Räume und Schaltstellen was anderes besser sein. Ich weiß es noch nicht, aber es wurde von einigen Kommunalvertretern eben gesagt, dass sie sich auch andere Dinge vorstellen können. Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Reichert. Sie haben den Zukunftsrat ÖPNV genannt, den Sie initiieren wollen. Erklären Sie uns vielleicht ganz kurz, wer sitzt denn da drin, wann soll das losgehen, wie stellen Sie sich das vor? Wir werden sehr, sehr schnell anfangen. Wir werden in den nächsten Wochen auch dazu einladen. Es sitzen Vertreter der Politik mit drin, beispielsweise die Kollegin Uli Schaaf, die auch beides vereinigt, einerseits im Verkehrsausschuss ist, andererseits aus einem mittelständisch geführten Unternehmen. Mittelständisch geführten Unternehmen kommt. Wir haben Vertreter der Verbünde, wir haben Vertreter der Omnibusunternehmen, wir haben Vertreter der Kommunen, Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag, die dort mit drin sitzen. Wir wollen uns dort einfach grenzenübergreifend und in einem regelmäßigen Austausch bewegen, alle zusammen in einem standardisierten Verfahren, wo wir uns einfach überlegen, wie können wir den ÖPNV immer an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Denn uns muss auch eines klar sein, so wie wir seit 4-5 Wochen beispielsweise darüber reden, dass es E-Scooter in Bayern, in Deutschland geben soll, so wird immer wieder eine neue Mobilitätsform dazukommen und das müssen wir aufgreifen. Mobilität verändert sich in Art und Weise wie kaum etwas anderes und darauf wollen wir reagieren mit allen Betroffenen, allen Beteiligten, um eben dort offen und ehrlich auch die Zukunft gestalten zu können. E-Scooter ist jetzt nicht der Ersatz für das 365-Euro-Ticket. Wenn das jetzt gleich dann so gedreht wird. Der Herr Reichert möchte 10 Millionen E-Scooters anschaffen. Das wird noch eine schwierige Debatte um die E-Scooter, wenn ich das sagen darf. Wo sie fahren dürfen, wie sie fahren dürfen, mit wem sie fahren dürfen. Magst du mit dem Andi Scheuer ein paar Probefahrten und dann schauen wir, wer übrig bleibt. Also. Ich hätte eine Frage zu den eingangs erwähnten Aufteilung Uber für ländliche Gegenden zuzulassen, in Städten nicht. Soll es einfach den Kommunen überlassen werden, wo es eine Zulassung gibt und überhaupt zu ihrem Werkzeugkasten für ländliche Kommunen. Da war die Rede von Mobilitätsmanagern.
ÖPNV-Managern, Flexibussen. Also wie wollen Sie das initiieren und wie man so schön sagt, implementieren, dass da tatsächlich was fährt im Herbst oder im nächsten Jahr? Bezüglich Uber ist es so, dass wir das heißt, wir wollen eben, dass auch gerade die kommunalen Aufgabenträger entscheiden können, ja, wird es zugelassen, wird es nicht zugelassen, denn es darf nicht zu einer Kannibalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs führen und dazu, dass plötzlich dann mehr Autos unterwegs sind, wo wir doch eigentlich den gegenteiligen Effekt erzeugen wollen, damit ja eine Entscheidung vor Ort. Der Werkzeugkasten ist so, wir werden beispielsweise flexible Angebote mit 40% dauerhaft fördern. Wir werden die Mobilitätsmanager sehr, sehr zeitnah an den Regierungen einsetzen. Wir bemühen uns gerade, Züge zu bestellen, um eben diese Metropolexpresse, um Express-Eisenbahnen auch hinzubekommen. Das heißt, wir sind dort in einem wirklich guten Gespräch auch mit den Landkreisen, was wirklich vor Ort nötig ist, was auch im ländlichen Raum nötig ist. Und ich habe heute Morgen mit dem Landrat Neumeier telefoniert, der mir gesagt hat, Mensch, wenn die dauerhafte Förderung von flexiblen Angeboten von Flexbussen kommt, dann ist es ein Quantensprung für den ÖPNV. Und ich glaube, aus solchen verstehen wir ihn auch und so wollen wir es auch gestalten. Und die Abschlussfrage ich wollte den Steinmeier fragen, wie denn diese möglichen Alternativen für dieses 365-Euro-Ticket im ländlichen Raum ausschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass da das 365-Euro-Ticket nicht die Wahl der Wahl zu könnten Sie denn auch damit vorstellen? Also bei uns wird das genauso mit dabei sein. Wir wollen das jetzt für die Schülerinnen und Schüler genauso anbieten. Es wird nicht so teuer sein, weil die Verkehrsverbünde kleiner sind. Und das ist ein schwieriger Weg. Ich möchte jetzt auch vielleicht die Gelegenheit nutzen, das damit darzustellen. Wir können das jetzt nicht einfach überstülpen und sagen, ihr habt jetzt ganz Niederbayern oder Niederbayern-Oberpfalz einen Verkehrsverbund. Wir müssen auch schauen, dass der eigenwirtschaftliche Verkehr aufrechterhalten bleibt, unsere mittelständische Struktur. Wenn die irgendwann mal wegbricht, dann fährt bei uns keiner mehr, außer die Landkreise kaufen selber Busse und stellen selber Personal ein. Also wir müssen schon schauen, dass es entsprechend finanzierbar bleibt und dass wir, bei uns geht es eher Richtung Taktung. Wie können wir das Angebot ausbreiten? Ich sage jetzt mal ein Beispiel aus meinem Nachbarlandkreis, der touristisch sehr stark geprägt ist, Landkreis Regen. Die haben im Monat ungefähr 1000 Fahrgäste beim ÖPNV, obwohl das ein tolles Rufbussystem haben, das man auf Wanderstrecken verknüpft und die Hotels verknüpft. Ich sage, bei uns ist es eher immer, wir müssen ja schauen, dass wir die Leute da auch hinbringen, dass sie damit fahren. Und darum, glaube ich, ist es 365-Euro-Ticket für das ganze Jahr, auch für die Auszubildende. Das ist ein nächster Schritt und wird auch dazu beitragen, dass ein Umdenken stattfindet. Und da wollen wir hin. Und dann geht es natürlich darüber hinaus, wenn das mal Richtung wirklich Flatrate für ganz Bayern gelten sollte, dann geht es natürlich los. Bleibt uns dann noch 1 Euro und gehen 364 Euro in einen großen Verkehrsverbund. Das werden aber dann Streitfragen sein, die zum späteren Zeitpunkt einmal ausdiskutiert werden müssen. Das ist übrigens das an all die danach kam, die Denksportaufgabe auch dahinter. Also neben der Dimension, was es kostet, ist halt so, dass diese Verkehrssysteme örtlich zum Teil unterschiedlich organisiert sind und zum Teil auch anders finanziert sind. So. Und daraus sozusagen die Struktur zu machen, das ist das, was wir überlegen müssen. Wie passt und klappt es, dass du nicht am Ende durch eine gute Idee auch Verlierer hättest, die dann sagen, das ist bei uns, hat überhaupt keinen Sinn und bringt auch ein gutes Projekt nicht. Deswegen ist der Grund, deswegen fangen wir bei einer begrenzten Zielgruppe an, wo wir auch glauben, das kann man zügig umsetzen und versuchen dann Schritt für Schritt uns weiterzuentwickeln. Ja? Das ist, glaube ich, das ist, was wir verstanden haben. Weil ich sehe ja die Skepsis, ja, wie der Herr Oberbürgermeister früher und andere auch, das muss Schritt für Schritt gemacht werden. In Österreich hat man es nur für Wien gemacht, das ist leicht. Wenn es nur für eine Stadt macht, ist es leicht. Wenn man es bayernweit entwickelt, ist aber Denksport Herausforderung. Kollege noch. Ja, ich denke. Die 365 Euro, das Ticket, das soll kommen, das soll überall kommen, auch in den Landkreisen natürlich, da ist es für uns sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus ist das, was Christian Bernreiter gerade noch gesagt hat, die Taktfrequenz zu erhöhen und ja, die Busse zu füllen, das ist eigentlich unsere große Aufgabe. Und bis wir dann ein übergreifendes für den ganzen Landkreis hat, eine Flatrate, wie auch immer oder sowas, da ist noch ein Weg hin,
Entscheidend ist, dass für Schüler und Auszubildende das jetzt umgesetzt wird. Da ist es ganz, ganz wichtig. Und dann müssen wir weiter schauen, wie man das auf die Fläche, in die Fläche reinbringen kann. Wie Christian Bernreiter gesagt hat, wenn danach so geringe Fahrgastzahlen sind und der Staat dann aufgrund der Fahrgastzahlen die Unterstützung gewährt oder sowas, dann kann man sich das in unserem Verbund wahrscheinlich gar nicht leisten. Also da muss noch viel Gedanken darin verwendet werden und das zentrale Thema wird sein, einfach die Leute zum ÖPNV zu bringen, die Fahrgastzahlen zu erhöhen für uns im ländlichen Raum. Gemeinsamen Erklärung. Diese wird Ihnen jetzt auch ausgeteilt werden. So, das war's. Dankeschön.